Pfarrer Friedrichsfeld muss weichen. Wir machen weiter mit einer weiteren Folge aus dieser Serie. Und zwar zum einen weitere Neuigkeiten und Trauerspiel 2. Bis zum 1.10.2018 wurden bereits auf dem Gelände Farel Friedrichsfeld 14 Bomben in verschiedenen Größen gefunden, eine Brandbombe, 9 Gewehr- bzw. Panzergranaten, alles aus deutscher Produktion. Die entsprechende Verlinkung zu dem Artikel findet ihr in der Videobeschreibung. Hier bin ich noch einmal bei den 19 Holzstapeln, die ich euch in der letzten Folge bereits gezeigt habe. Und hier nochmal ein verklinkerter Weg, der am Ende, also bei dem Zugang zum eigentlichen Gelände, ebenfalls wieder mit Wurzeln versperrt wurde. Des Weiteren habe ich dann eins von den Schildern gefunden, was einfach so da irgendwo rumlag. Das sei nochmal eben einmal so erwähnt. Wie bereits mehrfach erwähnt, überall stehen also diese Schilder. Hier jetzt bei dem Häuserkampf, wo ich mich wieder an der Linie entlang bewegt habe, also nicht auf dem Gelände, so wie vorgeschrieben. Und ich habe dann zwischen den Bäumen, das zeige ich euch jetzt aus der Nähe, unter anderem den Bagger gesehen. Also auch hier Schilder über Schilder. Wir sind immer noch im Bereich des ehemaligen Häuserkampfes. Und wie ihr in den nächsten Einstellungen sehen könnt, wurde auch hier mächtig ein Kahlschlag verübt. Und wie ich bereits im letzten Teil sagte, und hier kann man es sehr deutlich sehen, die erste Baumreihe lassen die Herrschaften, damit man vielleicht nicht ganz so viel erkennen kann, was für ein Elend dahinter abgeht. Das war's dann schon wieder mit Farel Friedrichsfeld muss weichen. Ich hoffe, dass ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Über einen Daumen in nördlicher Richtung würde ich mich sehr freuen. Ansonsten, ich bleibe natürlich für euch am Geschehen dran und berichte euch weiter. Bis dahin, danke und tschüss.